Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Friends, wir geben uns, wie gesagt, jetzt alles in allem bei den neuen Gruppen in JCC. Bedeutet heute komplette Gruppe D, inklusive Bewertung. Deswegen langes Video. Lasst es für gerne schon mal da noch oben da, Freunde. Würde mich sehr freuen, dass ihr hier immer noch so aktiv am Start seid, auch wenn die eine oder andere Sache vielleicht schleifen gelassen wurde. Wie in einer Tischlerlehre. Aber jetzt sind wir wieder back am Start, Freunde. Und zwar in Gruppe D, wie gesagt. Nico Rutter haben wir dann, Hogan the Young, dann Wavy Lady, Psycho und dann die Bewertung. Nicht Psycho, es ist nur Psycho, soweit ich weiß. Ohne das P. Sehr verwirrend. Schreibt euren Namen normal. Danke. Nico Ritter, weitergehen. Produziert das Ganze von Boy Fifth. Ich werde euch Timecodes in die Beschreibung packen, Freunde, dass ihr Direction auf die einzelnen Leute sehen wollt. Falls ihr nur was Bestimmtes sehen wollt, könnt ihr einfach vorskippen. Habt ihr unten diese Kapitelfunktion, die ist neu, dass ihr dann einfach sehen könnt, wo welche Reaction anfängt und dann einfach hinskippen könnt. Okay, Friends? Perfekt. Let's go. Nico Ritter. Boom. Schöner Mann, muss man sagen. Attraktiv. Sehr attraktiv. Und Single-Freunde, ja. Mitten in der Nacht, ich sitz vom Blatt Papier, ich schreib tausend Gedanken, aber mir fällt nichts ein. Mich hat der Glaube verlassen, ich krieg den Kopf nicht frei. Du weißt genau, was ich meine, jetzt sind wir schon zu zwei. Schöne Schnecke. Ey, Stimme klingt ein bisschen zu flach, finde ich. Also da fehlt mir nur so ein bisschen, weiß ich, der Druck ein bisschen dahinter. Bis jetzt, aber ansonsten Atmosphäre wieder sehr nice. Meine, jetzt sind wir schon zu zwei. Denn eigentlich kann ich mich gar nicht beschweren. Mein Leben völlig in Ordnung und meine Taschen nicht leer. Und trotzdem fall ich ins Meer und sinke bis auf den Grund, als würden Zentner schwere Steine meine Beine erschweren. Yeah, ich overthinke einfach alles und jeden. Ich brauch kein Mitleid, du sollst einfach für mich da sein zum Reden. Ich bin von Schatten umgeben, doch brauche Licht wie eine Pflanze zum Leben. Du hast alles gegeben, doch es war mal wieder nicht genug. Oh, dieses im Hintergrund. Sehr, sehr nice. Also atmosphärisch bis jetzt eine 1 wieder. Zum Leben, du hast alles gegeben, doch es war mal wieder nicht genug. Fest auf die Knie, denn das Leben zwingt dich nieder wie ein Fluch. Probier es wieder, komm, versuch. Tiefer geht's eh nicht, denn am Ende stehst dann du als der Sieger in dem Buch. Noch nicht das Ende, du starkes musst weitergehen. Oh, das ist nice. Verschwende keine Minute, wenn sich der Zeiger dreht. Steig über Grenzen oder bleibst du stehen. Noch nicht das Ende, du musst weitergehen. Strong. Manchmal frag ich mich, wohin die Reise geht. Und manchmal habe ich das Gefühl, mich nur im Kreis zu drehen. Im Hintergrund, diese Stimme ist so angenehm. Atmosphärisch sehr, sehr schön. Auch diese Aufnahme dazu mit der Natur, das passt sehr, sehr gut, finde ich. Frag ich mich, wohin die Reise geht. Und manchmal habe ich das Gefühl, mich nur im Kreis zu drehen. Ihr seht nur Reime und ich sehe, was zwischen Zeilen steht. Nice. Wenn ihr es nicht rafft, solltet ihr weitergehen. Weiter, Dicker. Du Vogel, denkst, die ganzen Likes machen dich wichtig. Was ist falsch und was ist richtig? Dieser Leidensdruck erzwingt mich aber. Ich kämpf gegen ihn an, weil mich außer mir kein Mensch auf dieser Welt besiegen kann. Yeah. Ich hab. Oha, ey, das sind starke, das sind gute Zeilen, Mann. Nicht, also, erstmal von der Atmosphäre ist es sehr, sehr nice. Ja. Dann das Video ist auch. Also klar, Video zählt eigentlich bei dieser Cypher logischerweise nicht so sehr, aber es passt irgendwie auch, also stimmig. Und die Zeilen sind auch gut. Der kriegt jetzt schon ein Like von mir. Kann, yeah. Aber ihr wisst, ich stelle auf so atmosphärischen Shit. Jetzt Leute, die auf harten, krassen Battle-Rap stehen, werden bei ihm hier an der falschen Stelle sein. Aber das war ja auch vorher schon klar. Ich hab keinen Bock mehr, schlecht gelaunt zu sein. Doch um mich rum sehe ich nur Cricks-Flashbacks direkt, Alter. Blender wie bei Counter-Strike. Dich hat's doch gar nicht interessiert, wie's mit Mucke läuft und ob die ganze Scheiße funktioniert. Und jetzt so dreist kommst du zu mir. Du nimmst doch teil an dem Turnier. Halt die Fresse, ohne Hype wärst du nicht hier. Real Talk. Warte. Meinte er sogar Cricks? Warte, wen meint er? Oder ist das eine allgemeine Aussage? Warum war denn. Das ist ja 1:1. Das Output von Cricks. Ah, ich glaube, er meint nicht Cricks, nur dummer Zufall, right? Nur Blender wie bei Counter-Strike. Dich hat's doch gar nicht interessiert, wie's mit Mucke läuft und ob die ganze Scheiße funktioniert. Und jetzt so dreist kommst du zu mir. Du nimmst doch teil an dem Turnier. Halt die Fresse, ohne Hype wärst du nicht hier. Real Talk. Über wen redet er? Liebe an alle, die mich supporten. Mein Dank lässt sich nicht fassen, auch nicht in Worten. Yeah. Noch mein Dank lässt sich nicht fassen, auch nicht in Worten. Schöne Zeile auch. Ich mag Nico Rutter echt gerne, Mann. Sehr atmosphärisch wieder. Nicht das Ende, du musst weitergehen. Stärker als der erste Song sogar. Verschwende keine Minute, wenn sich der Zeiger dreht.
Steig über Grenzen oder bleibst du stehen. Ja, Mann, das ist ein schöner Song. Noch nicht das Ende, du musst weitergehen. Digga, was hat der für Dings? Wie nennt man das, Mann? Jawlines, Alter. Holy shit. Bruder. Oh, wunderschönes Bild, Mann. Damn. Stark. Sehr, 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 sehr stark, Mann. Ey. Damn, nice. Und da kam auch gut an, es freut mich zu sehen. 10.000 Likes. Ich glaube, in meiner ersten Reaction, da habe ich noch auf Twitch gelivestreamt, ja. Da habe ich die Quali gelivestreamt, meine Reaction darauf. Da haben im Chat 80% geschrieben, Schmutz, Dreck, nicht meins, was ist das, zu soft, bla bla bla. Und da habe ich das auch schon gefühlt und habe den Vibe echt nice gefunden und fand das Ganze auch wirklich angenehm. Und freut mich jetzt zu sehen, dass er jetzt besser ankommt scheinbar. Oder dass es mehr Leute auch fühlen, ähnlich wie ich. Sehr, sehr nice, Alter. Ey, gutes Sing von Nico Ritter hier. Sehr atmosphärisch, gutes Musikvideo, schöne Zeilen. Beat sehr, sehr schön. Halt krass atmosphärisch einfach. Schönes Feeling. Das ist was auch in meine Atmosphäre-Playlist reinkommt, Freunde. Ich werde euch ich werde dir noch mal ein paar Songs hinzufügen und die fresh machen. Und werde ich sie euch öffentlich stellen. Ich kann allgemein mal meine ganze Playlist nicht. Ich mache immer so ein paar Playlisten irgendwie für Feelings geordnet so. Die kann ich euch gerne mal irgendwie öffentlich machen. Da haben einige nachgefragt im letzten Video, als ich das erwähnt habe. Gut, wir machen weiter mit Hogan the Young. Alles nice, produziert von Yes Sir Beats. Wir hören rein. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird, Freunde. Wow. Der Leute bei Mindcrush. Oh Gott, er kommt direkt mit Kinofilmvideo. In die Zukunft und ich werde lernen. Es wird alles nice. Ey, ja, yeah. Es wird alles nice. Nein, nein, es wird alles nice. Nein, ja, yeah. Es wird alles nice. Nein, nein, es wird alles nice. Sehr, sehr starkes Musikvideo natürlich, muss man an erster Stelle sagen. Nein. Ich smoke ne joint und mir geht's better, better. Ich step in Club und mach Michael Mather. 100 Chicks an mir, ich bin so clever. Ich werd bigger und ich stapel Cheddar. Okay, ich fühl die Stimme gar nicht. Ich fühl die Stimme leider gar nicht. Den Anfang fand ich noch gar nicht schlecht, den White fand ich nicht bad. Aber ich fühl die Stimmlage leider gar nicht. Mach ne Chapo, mach ne Echo-Mo. Das kann ich mir dir nochmal geben, das weiß ich jetzt schon. Auch wenn die Atmosphäre gar nicht schlecht ist, ja. Deiner Frau geht's gut, hab mein dicke Mo. Komm her, Bitch, denn ich hab Rap und Blue. Ich hab Money, Mann, du nur Boo. Immer beinahe, ich fahre vorbei. Mach Callway, du Face, mein Audi A3 und ich gebe mehr Gas. Oh, der Beat ist aber schon sehr sexy, muss ich sagen. We party im Stuhl, ich bin im Mood, die Mali geht gut. Es wird gut. Alles nice. Und die Hook ist geil. Nein, nein, es wird alles nice. Einfach so sorgenlos. Nein, ja, es wird alles so nice. So kopfausmäßig. Nein, nein. Es wird alles nice. Nein. Ja. Ich brauche keine Küche, um zu beten. Denn ich glaube an mich und an mein Leben. Mache Fehler, doch kann mir vergeben. Noch paar Jahre und du wirst es sehen. Ich bin bald an der Spitze. Ja, ich mach keine Wege. Er muss halt sagen, er fühlt und erfährt seinen eigenen Style, ja. Da muss man ihm schon dicken Props und Respekt für geben. Vielleicht muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich finde die Stimme echt ein bisschen zu anstrengend und vielleicht auch einfach ungewohnt. Ich weiß es nicht genau. Aber natürlich ist hier einfach der Vibe im Vordergrund, die Atmosphäre so. Und das Musikvideo ist wirklich strong. Das ist wirklich krass. Also ich denke, Musikvideo wird euch die extra Punkte für bekommen. Ich renn, so wie bei der Formel 1 bin ich besser, du pennst. Jeden Tag machen wir Musik und wir werden besser wie Champs. Und ich werde ein Superstar sein und ich trage Events. Ja, ich kenn's, ja, ich kenn's. Ich bin overhyped, ja, ich kenn's. Ich brauche keinen Streit, ja, ich kenn's. Ich werde es schaffen, man, ja, ich kenn's. Ich seh die Tatsachen an, ja, ich kenn's. Designer die Sachen, man, ja, ich kenn's. Ich seid nur am Ballermann, ja, ich kenn's. Und ich eure Money, man, ja, ich kenn's. Und rufe dein Bunny an. Alles nice.
Was ich aber jetzt schon einfach auch nice finde, passend zum Song übrigens, dass wir so eine krasse Vielfalt haben hier in der Corona-Cypher. Ist nice. Wir haben Rap, wir haben sowas wie von Nico Ritter eben, wir haben jetzt sowas. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Sachen, Mann. Das ist wirklich, wirklich geil, finde ich, ja. Auch wenn das jetzt hier nicht 100% mein Ding ist, hauptsächlich halt, weil ich die Stimme ein bisschen ungewohnt finde. Und weiß nicht, weil ich mir allgemein diese Art von Musik nicht so oft geben kann, irgendwie, weiß nicht. Hat trotzdem für ab und zu einen ganz guten Vibe, glaube ich. Gerade weil die Hook so schön ist, finde ich. Nein, nein, es wird alles nice. Nein. Es wird alles nice. Und wie gesagt, dicke Shoutouts fürs Musikvideo. Nein, dicke, dicke Shoutouts, Mann. Nein, es wird alles nice. Nein. Und für diesen Tritt. Den habe ich gespürt. Den würde ich auch gerne nochmal spüren. Nebenberuflich in der Freiwilligen Feuerwehr, anständiger junger Mann, sein Zwillingsbruder auch am Start. Und hauptberuflich in der Asia-Küche im Asia-Haus. Als Dachdecker angestellt. Nice, Mann. Okay, also vom Vibe her geil, Hook nice, Beat geil, aber für mich zu ungewohnt vielleicht oder auf Dauer vielleicht sogar zu anstrengend zu hören und ein bisschen eintönig auf Dauer, ja? Bisschen eintönig, nicht so gut wie Nico Ritter. Würde ich jetzt ein Like geben? Schwierig. Ich glaube, ich würde kein Like geben, weil Like ist für mich wirklich, okay, kommt in die Playlist, höre ich mir safe nochmal an und hier kann ich nicht sagen, dass ich mir das safe nochmal geben würde. Aber es war nicht schlecht, das war gar kein Fall. Aber für mich Nico Ritter ein bisschen stärker, für mein persönliches Ding. Trotzdem, heftiges Musikvideo, schöner Beat, gute Atmosphäre. Nichts Wackes, ja? Nichts Wackes. Okay, Freunde, wir kommen zur nächsten Wavy Lady mit Dropfish. Produziert von BDC und Pinomen. Wir werden sehen, Freunde, Wavy Lady am Start. Und dann haben wir als nächstes noch, ganz kurz, wen haben wir noch danach? Genau, Cycro haben wir noch. Cycro bin ich gespannt. Dropfish. Shoutouts an Friedrich Kotze. Okay, Shoutouts. So, Bruder, enttäusch mich nicht. Sehr leise. Ist wieder so kurz? Nee, es geht. Beast of a hive of my life is a rusty ass shipwreck. I'm putting my heart in this. Why are you asking, bitch? Put your feet up and just sit back. More money, I flip that. I'm running in zigzags. I'm counting down 3, 2, 1 till I jump to an end. I'm the death disease. There's no recipe, so you can capture me, and that means you're pretty much fucked, boy. I'm falling stars, so I guess I made a job. Okay, also den ersten, die Hook mag ich, aber den Part habe ich nicht gefühlt. Den Part habe ich irgendwie nicht gefühlt. Da kam er sehr langatmig irgendwie vor. Vielleicht, weil ich halt dieses melodische, musikalische, was er macht, nice finde. Was ja auch so, eigentlich seine Quali war ja sehr, sehr kurz und da war es halt nur so sehr musikalisch, melodisch. Deswegen dieser Rap-Part hat für mich nicht so gut funktioniert irgendwie, weiß nicht. Skip, bro. And the Oscar goes to... Okay, sind 12 Tracks in einem. Ich mag die Melodie, aber es ist mir zu soft. Ich mag die Melodie, aber es ist mir ein bisschen zu soft, zu sehr auf dieses, was man, jetzt fehlt diese Meditationsstimme im Hintergrund, die sagt, ruhig bis 3, ein- und ausatmen,
spürst du die Energie der Seelensteine. Sowas fehlt halt nur noch so. Deswegen ist es für mich ein bisschen zu chillig. Aber die Melodie finde ich wieder schön. Das heißt, so sehr einschläfern schon. Dieses Ha finde ich echt nice, muss ich sagen. Nice, Zoom. Und jetzt irgendwo, ich hätte gerne jetzt so irgendwo so rausgesucht, dann ist es sein Kopf oder irgendwie. Ich habe so einen schönen Übergang erwartet. Flieg, kleiner Fisch. Oder was auch immer das ist. Flieg in die unendlichen Tiefen. Ja. War okay, I guess. Kommt noch irgendwas? Warte noch mal kurz ab. War okay, I guess. Aber ich fand seine Quali irgendwie stärker. Die war halt sehr, sehr kurz. Und das war halt nur dieser krasse Style irgendwie. Dieses krasse Melodische und dieses andere einfach. Wovon wir hier im ersten Song den Part so ein bisschen davon hatten, ja. Beziehungsweise die Hook davon so ein bisschen war. Diese Stilrichtung. Dann hat er aber angefangen, halt so ein Part zu rappen. Und den fand ich nicht so nice. Irgendwie war mir zu langweilig. Und das zweite her war von der Melodie wieder geil. Und auch von der Atmosphäre her irgendwie. Aber war mir zu ruhig und zu einschläfernd dann doch. Da hätte ich mir ein bisschen was Lauteres ein bisschen gewünscht vielleicht. Schwierig. Schwierig. Er hat jetzt natürlich zwei Songs im einen auch hier abgegeben, was natürlich auch ein bisschen weird ist. Ich mag aber noch seinen Style, er sticht natürlich raus, aber seine Qualität hat mir besser gefallen. Und ich glaube, ich würde mir die Sachen, ich würde es vielleicht noch ein, zwei Mal mir geben, aber ich würde es auch kein Like geben irgendwie. Schwierig. Schwierig. Ich fand es nicht schlecht so, aber nee. Im Vergleich zur Quali, dafür war die Quali einfach viel stärker für mich. Deswegen schauen wir mal rein, was Psycho zu liefern hat mit Panama Lewis. Oder Panama Lewis, keine Ahnung. Produziert von SMO. Let's see, Psycho in der Quali ja ein bisschen andere Richtung eingeschlagen, ja. Wie als sonst, als ich gewohnt war auf dem MPB. Yo, Boys. Ihr seid nur auf der Zugspitze, aber ich will auf dem Mount Everest. Das ist halt 1:1 Henke Bergmann. Sag nur was ist Henke einfach? Einfach Henke. Was los? Was los? Jeder von euch Keks macht auf Druglord. Ich hole mir Cash wie den Kasso. Ohne Kai seid ihr alle belanglos. Pack die Molly ins Wasser wie Panama Lewis. Pack den Girl auf die List, keine Ahnung wo du bist. Schmeiß die Drinks durch den Club, mach den VIP zu. Bis die Mucke von mir läuft. PSI Loop, Schild sein, das artet aus. Das ist halt wirklich ein neues Cyclone so. Video auch wieder sehr, sehr fresh. Also videotechnisch setzen einige trotzdem noch was Krasses um. Bis die Mucke von mir läuft, PSI Loop, Schild sein, das artet aus. PKW kommt, komm, halt dein Maul. Ich steh auf mir Blacklisten als fucking Panic. PSI Reboot, du stirrst aus. Schmeiß die Faust. Ich hab's nicht verstanden. Ich steh auf mir Blacklisten als fucking Panic. PSI Reboot, du stirrst aus. Komm, halt dein Maul. Ich steh auf mir Blacklisten als fucking Panic. Ich steh auf mir Blacklisten als fucking. Bärnicken? Ey, ich sorry, Mann. Lyrics nicht in der Beschreibung. Als fucking Panicken, PSI Reboot, du stirrst aus. Schmeiß die Faust durch das Glas, lass die Scheibe reden. Von dem Song einen Namen zeig vielleicht die Schäden. Spaß, wir klären das einvernehmlich. Spaß, ihr könnt das alleine regeln. Ich hab ein paar Habits. Wochentags im Studio und am Wochenende Madness. Ich hab ein paar Habits.
Ich hab beim Balbitz eine Tasche voller Gras und eine Tasche voller Sennis. Ich hab beim Balbitz. Ich hab beim. Nee, fühle ich nicht. Fühle ich leider gar nicht. Fühle ich leider gar nicht irgendwie. Das ist mir zu eintönig und die Hook ist jetzt schon nervig. Die Hook finde ich jetzt schon nervig nach dem zweiten Mal hören. Ich habe ein paar Habits, finde ich jetzt schon nervig, muss ich sagen. Eine Tasche voller Sennis. Ich hab ein paar Habits. Ich hab ein paar. Da ist der Beat auch zu eintönig für irgendwie. Also das kommt sehr, sehr eintönig alles darüber irgendwie. Habits, eine Klick, alle Studenten, meine Klicks sind alle. Hat er da nicht schon dreimal gedreht? Ich hab ein paar Habits. Okay. Ich hab ein paar Habits. Ein Tag mit uns und deine Stadt versinkt in Panik. Deine Geschichte ist erzählt wie ein Telltale. Ich mach ein paar Hits über Nacht, ihr macht Let's Plays. Ich mit deinem Girlfriend in meinem fucking Backstage. Ist für dich in diesem Fall vielleicht doch der Best Case. Okay, zweiter Part direkt besser. Gefällt mir direkt sehr, alles besser. Ihr macht Let's Plays. Ich mit deinem Girlfriend in meinem fucking Backstage. Ist für dich in diesem Fall vielleicht doch der Best Case. Hey, Sai Sensei, Rest kommt in Let's Plays. Hier seid du die letzte Option wie ein Cell-Shade. Und die Mucke Kinder auf ihn als MJ. Alle nur ein Fisch und ein Pussy wie Mermaids. Was los? Ich hab ein paar Habits. Ey, ich habe echt immer noch Verständlichkeitsprobleme. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Ich habe mittlerweile schon mein drittes Paar Kopfhörer. Also eigentlich kann es nicht an den Kopfhörern liegen. Vielleicht an meinen Ohren. Ich weiß nicht, was los ist, Mann. Kommt in Let's Plays, hier seid du die letzte Option wie ein Cell-Shade. Und die Mucke Kinder auf ihn als MJ. Alle nur ein Fisch und ein Pussy wie Mermaids. Was los? Ich hab ein paar. Okay, alle nur ein Fisch und eine Pussy so wie Mermaids. Ah ja. Darf ihn als MJ, alle nur ein Fisch und ein Pussy wie Mermaids. Was los? Ich hab ein paar Habits. Ich hab ein paar Habits. Ich hab ein paar Habits. Wie pflanzen sich mehr junge Frauen eigentlich fort? Gibt es mehr junge Männer? Und wenn ja, wie? Legen die Eier? Und wenn, wo kommen die Eier raus? Habits. Ich hab ein paar Habits. Ich hab ein paar Habits. Ich hab ein paar Habits. Vorhin eine kurze Frage. Meinte Sakura ein paar Habits oder so am Start gerade? Hat er ein paar Angewohnheiten? Ich weiß es nicht, Jungs. Ich bin gerade ein bisschen lost, muss ich sagen. Okay, die Hook nervt mich jetzt krass, muss ich sagen. Die Hook nervt mich schon krass jetzt. Im Studio und am Wochenende, Mammes. Ich hab ein paar Habits. Ich hab ein paar Habits. Eine Tasche voller Gras und eine Tasche voller Sennis. Ich hab ein paar Habits. Ich hab ein paar Habits. Eine Klick, alle Studenten, meine Klicks sind alles Addicts. Ich hab ein paar Habits. Ich hab ein paar Habits. Ein Tag mit uns und deine Stadt versinkt in Panik. Bitte ich nochmal. Danke. Okay. No front an jeden, der es fühlt. Ich kann es irgendwie verstehen, es war jetzt auch nicht schlecht produziert oder so. Aber es war mir zu eintönig, Hook zu nervig, Beat zu simpel. Ja, zweite Part war gar nicht schlecht. Also ich sag mal so, der zweite Part war gar nicht schlecht, den er hier gekickt hat. Der hat mir gefallen so. Vom Flow auf jeden Fall her, ich habe nicht alles verstanden. Aber die Hook viel zu nervig. Die Hook viel zu nervig für mich, Beat zu simpel und zu eintönig auf Dauer. Aber ey, die Hook hat mich echt abgefuckt. Werde ich mir im Leben nicht nochmal anhören, den Song. Sorry. Für alle, die es feiern, okay. Ist cool, ist nicht mein Jam für mich. Aus der Gruppe der stärkste Nico Ritter. Nico Ritter, der stärkste aus der Gruppe. Ich werde es auch kein Dislike geben, weil macht ja keinen Sinn so. Wegen Bewertungssystem ist er, auch wenn die Bewertung eh schon durch ist. Für mich der stärkste aus der Gruppe Nico Ritter. Und auf den zweiten Platz würde ich wahrscheinlich, schwierig, würde ich wahrscheinlich Wavy Lady dann setzen. Ich weiß nicht genau. Ich würde wahrscheinlich Wavy Lady trotzdem auf die 2 setzen. Aber ey, das hat mich echt abgefuckt. Das hat mich wirklich krass abgefuckt jetzt mit dem Habits. Und dass das Song ja nicht mal Habits heißt, Mann. Okay, ganz ruhig, Flo. Ich bin gespannt, was Papa Julian sagt. Bewertungen von der Bewertung sehen gut aus. Das freut mich. Wir schauen rein, Freunde. Wir werden sehen. Es ist Cypher-Samstag und wir sind bei Gruppe D. Okay, er ist auch auf den 4. Platz gekommen. Wie gesagt, nur fordern jeden, der es feiert. Musik ist, Musikgeschmäcker gehen auseinander. Auf Platz 4 haben wir Psychro. Und Psychro hat den geilsten Beat diese Woche. Auf der richtigen Anlage scheppert der alle. Ja, okay, das kann gut sein, aber der war für mich viel zu eintönig. Alles weg. Außerdem bringt er die beste Line diese Woche. Was los?
Jeder von euch Keks macht auf Drug Lord. Ich schon mit Cash wie den Kasso. Ohne Kai seid ihr alle belanglos. Ich habe sogar eine ähnliche auf meinem Album drauf, welches irgendwann im Jahre 2495 erscheint. Ist zwar nur Demo-Qualität, aber die Parallelen sind auf jeden Fall auch in mittelmäßiger Qualität zu erkennen. Fick dein Autotune und deine Platz 1 Awards. Du bezahlst und dann macht Kai sofort. Ansonsten geht es bei Psycho anscheinend um Habits, also Angewohnheiten, wobei er hier schlechte Angewohnheiten meint. Er meint, sein Team besteht aus Addicts, also wenn das stimmt, ist es ein Wunder, dass er überhaupt eine Runde eingereicht hat. True. Also 10% dafür, dass Psycho eine Runde eingereicht hat, obwohl sein Team aus Addicts besteht. Ehre, das waren jetzt locker die am tiefsten aus dem Arsch gezogenen 10% meines Lebens. Real Talk. Noch nicht das Ende, okay. Du musst weitergehen. Ey, krass, Nico Rutter auf Platz 3? Damn. Okay. Schade, Mann. Schade drum. Damn, Real Talk, Mann. Schade, Alter. Damn, ich hätte ihn echt gerne weitergesehen. Schade drum. Weitergehen. No, no. Schade drum. Verschwende keine Minute, wenn ach, sich Mann. Der Zeiger dreht. No, no. Nico, Bruder. Auf Platz 3 haben wir Nico Ritter und damit ist er offiziell der einzige Typ mit dem Namen Ritter, den ich kenne, der in seinem Scheißleben irgendwas gerissen hat. Was ich bei Nico Ritter besonders gut finde, ist, dass er den Vibe seiner Qualifikation durchgezogen hat. Ja. Das, was er hier macht, ist offensichtlich das, was ihm am besten liegt, auch wenn er hookmäßig etwas nachgelassen hat. Mond ist ein absoluter Knaller und er führt den Stil konsequent fort. Nico Ritters Song ist der chilligste diese Woche. Auf jeden Fall. Außerdem hat Nico Ritter Herz und transportiert das auch am besten diese Woche. Also wie bei den Ärzten, die mit ihrem Organkoffer im Helikopter rumdüsen, bringt Nico hier den besten Herztransport diese Woche. Ja. Okay, Wavy Lane auf den 2. Krass. Wavy Lady ist diese Woche noch spezieller als in der Quali-Phase. Hit the Spot ist für mich jetzt schon ein absoluter Klassiker. Bei Dropfish war ich nicht sofort begeistert. Das wirklich. Same muss man vielleicht auch öfter hören, dazu gesagt. Dazu. Eine Art LSD-Trip oder sowas. Handwerklich ist das Ganze aber ein Meisterwerk. Der bringt diesen Trip absolut stilsicher und verstörend rüber. Also 10% für den krassesten Trip diese Woche. Mhm. Ich bin ja komplett weg von illegalen Substanzen, egal welcher Art. Deswegen ist das eine drogenfreie Form von Halluzinogenen, was Wavy Lady hier zum Besten gibt. Also mir. Es gibt auf jeden Fall nochmal 10% für die eigenartigste Performance. Ich würde für die Pikachu-Socken auch noch 10% drauf geben, ausnahmsweise. Performance diese Woche und 10% für diese Hose und die Pikachu-Socken. Ich hoffe Ehre, trotzdem, dass seine nächste ey, Runde. Julian und ich sind in letzter Zeit, Julian und ich, wir sind echt ein bisschen kleine Bros. Ja, wir sind kleine Bros geworden wieder. Etwas weniger gewöhnungsbedürftig ist. Es wird alles nice. Nein. Die Hook bleibt schon im Kopf, muss man sagen. Die Hook ist echt not bad. Nein, es wird alles nice. Nein. Es wird alles. Ich werde Mario Songs nochmal anhören in Ruhe. Und nochmal drüber hören. Weil jetzt, wo ich hier gerade das zweite Mal ich still gehört habe, wieder, habe ich irgendwie Bock, den Song nochmal anzumachen. Nein. Nein. Auf Platz 1 haben wir Hogan the Young. Und bei Hogan the Young ist alles nice. Absoluter Favorit diese Woche. Style nice, Vibe nice, Hook nice, Video nice, Stimmung nice. Was der Grashüpfer hier präsentiert, ist das beste Gesamtpaket der gesamten Woche. Hogan the Young macht einfach gute Laune. Keine Ahnung, warum das nicht komplett durch die Decke geht, aber die JCC... Ich glaube halt, weil viele auch noch... Also, das ist halt mein Problem gewesen. Die Stimme ist ein bisschen weird gewesen am Anfang. Er hat halt so eine sehr komisch gekrampfte Stimmlage teilweise gehabt. Deswegen war es für mich ein bisschen... weird am Anfang. Die Hook ist wirklich nice. Ich hör nochmal drüber, aber trotzdem Nico Ritter immer noch Favorit, der hat Platz in meinem Herzen. Ist ja auch eine Art Newcomer-Turnier und deswegen kriegen die wenigsten überhaupt mit was für Perlen wir hier zu tun haben. Hogan the Young ist auf jeden Fall die Perle der Woche. Hier okay. Nochmal alles auf einen Blick. Gleich um 18 Uhr kommen Gurvir, Gopnik, Soap Boys und die Nirvana Seekers. Alright. Freue ich mich drauf. Gopnik, Mann. Gopnik freue ich mich sehr, sehr drauf und Nirvana Seekers auch. Okay, Freunde, gut. Ich würde sagen, wir kommen jetzt hier zum Ende, zum kleinen großen Mini-Fazit, wie ihr sagen wollt, was auch immer. Nico Ritter leider raus, ich bin ein bisschen nicht enttäuscht, aber ich finde es schade ein bisschen, ja. Ich finde es ein bisschen schade. Schreibt mir gerne mal euren Favoriten aus der Gruppe rein. Ich werde mir nochmal die Songs in Ruhe anhören und dann vielleicht in der nächsten JCC-Reaction nochmal sagen, ob sich irgendwas meiner Meinung geändert hat, wenn ich ein bisschen drüber gehört habe. Aber soweit war in dieser Woche nichts richtig wack. Außer aus meiner Sicht halt Psychroman, der hat echt ein bisschen reingekackt, in my opinion. Weil es halt echt, Digga, mich abgefuckt hat am Ende, ja. Aber gut, Freunde, das war auch mal gerne da. Ansonsten würde ich sagen, das war ein weiteres wunderbares Video. Bleibt am besten einfach fresh. So wie immer, wir sehen uns.